Er ist der Insta-Hotspot schlechthin, der Praxa Wildsee. Lago di Braies heißt er auf Italienisch. Der wunderschöne Bergsee liegt im Praxatal in Südtirol. Sogar die New York Times hat den See zu einem der schönsten Orte für Abenteurer gekürt. Der Praxa Wildsee ist Teil des Naturparks Farnes-Sennes-Prax und damit ein Naturdenkmal. Und diese schön aufgereihten Boote mit dem Bootshaus sind ein beliebtes Fotomotiv. Neben tollen Fotos am Morgen kannst du auch einmal komplett um den Praxa Wildsee herumlaufen. Dabei hast du den schönen Bergsee von allen Seiten im Blick. Die gesamte Wanderung dauert etwa eine Stunde. Aber vermutlich wirst du etwas länger brauchen, denn du solltest hin und wieder Stopp machen und die Schönheit des türkisen Bergsees genießen. Übrigens gibt es zu dem See auch eine Sage. Demnach soll sich hier das Volk der Farnes bis zu seiner Wiedergeburt an einem unterirdischen Ort verstecken. In jeder Vollmondnacht soll sich das Felsentor öffnen und das Boot mit der Farnes-Königin und ihrer Tochter soll herauskommen. Die Boote direkt auf dem See werden um etwa 7 Uhr eingeholt. Ab 8 Uhr kannst du dann auf dem Praxa Wildsee mit dem Ruderboot fahren. Wir genießen hier noch ein wenig das Morgenlicht. Direkt gegenüber siehst du das bekannte Hotel Praxa Wildsee. Unsere Seerunde führt uns mal hinauf, mal hinunter, aber immer am Ufer entlang. Am Nachmittag werden sich hier viele Menschen tummeln und am See sitzen. Übrigens, vom Gipfel des Seekuffes aus sieht der Praxa Wildsee dann so aus. Schön, oder? Wir laufen indes an Steinmännchen vorbei und schauen den Booten auf dem See zu. Überall wird fleißig gerudert, angehalten und ein Foto gemacht. Schließlich muss man ja ein schönes Bild mit nach Hause nehmen. Seine türkise Farbe behält der See den ganzen Tag über. Unser Weg führt weiterhin am Ufer entlang und kommt an der Kapelle vorbei. Spätestens seit der italienischen TV-Serie Die Bergpolizei ganz nah am Himmel zählt der Praxa Wildsee zu den meistbesuchten Seen der Dolomiten. Kein geringerer als Terence Hill spielt den Forstaufseher Pietro.